Was passiert da hinten? Da tötet jemand irgendwelche. Ab in den Sozialbauten mit dem! Alter, wenn ich in 3 Tagen sage, boah, ich brauche jetzt weißen Beton, fahr mir das mal bitte 2 Stunden. Dann musst du 2 Stunden fahren. Boah, ey, übelst lange gepennt. Erstmal muss ich was. Ach, ich habe ja gar nichts zu essen, ey. Holy shit. Naja, da muss ich mich halt damit zufrieden geben. Mir geht zwar schlecht, aber Leute, wir haben Neuigkeiten. Hört mal genau zu. Ihr wisst nicht, was gestern abgegangen ist. Ey, Leute, ich bin auf der YouTuber-Insel angenommen worden. Oh mein Gott, Leute, das war zu krass, der Stream. Ich zeige euch jetzt mal ein Flashback, was passiert ist. Einer meinte, er hat hier einen Song gemacht. Voll nice. Hey, Junge! Für mich ist der Safe der beste gewesen. Ja. Auch einer meiner Favoriten. Und dann war ich sogar im Voting ganz, ganz oben. Also Top 1. Also ich appreciate jeden. Danke auch an alle neuen Abonnenten und jeder, der mich jetzt gerade supportet. Danke, danke, danke. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen und freue mich auch auf die Zukunft auf der YouTuber-Insel. Und deswegen packe ich jetzt meine 7 Sachen und dann, ja, ich habe ja nichts. Ja, und würde mal sagen, mache ich mich auf dem Weg zu der YouTuber-Insel. Also Leute, ich wurde genommen und es geht jetzt richtig los. Seid bereit für dieses Abenteuer. Let's go. Lasst noch ein Like, ein Abo da und los geht's. Boah, Leute, ich bin jetzt schon... oh mein Gott, das war ja richtig knapp. Holy shit, was ist das denn? Das ist ja... Was? Das ist eine riesige Straße, Leute. Ich glaube tatsächlich, wir sind angekommen. Wir sind auf der YouTuber-Insel. Und wer ist denn alles da? Snoopy ist auch da. Ist ja auch der Neue auf der Insel, so wie ich mitbekommen habe. Und oh mein Gott, wie sieht das aus? Ey, okay, erstmal andocken und absteigen. So, wir sind auf jeden Fall auf der YouTuber-Insel angekommen. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, das ist die Polizeistation. Erstmal hier auf die Straße und da ist die Farm. Panda-Farm. Bambus zum Füttern. Ein Dia. Da müsste ich ein Dia quasi bezahlen, damit ich hier reingehen kann oder was. Wir sind einfach auf der YouTuber-Insel. Das ist einfach insane. Also ich muss echt sagen, danke auch an alle Kommentare. Danke an jeden, der hier mitgemacht hat. Ich würde einfach mal sagen, oh Leute, guckt euch das an. Das sieht einfach krass aus. Da ist das Krankenhaus. Guckt euch das mal an. Holy shit. Boah, das ist insane. Das ist einfach nicht zu glauben, dass ich einfach jetzt auch auf dieser Insel bin. Krass, ey. Ja, das ist einfach krass. Wir sind einfach auf dem Dach von dem Krankenhaus. Von der YouTuber-Insel. Okay. Ich würde gerne eine Rundtour machen, aber ich würde einfach mal sagen, ich guck mal, ob ich vielleicht später jemanden auf der Insel finde. Und dann checken wir mal ab, was da so alles abgeht, würde ich mal sagen. Aber als erstes müssen wir uns auch ein Haus bauen. Auch wenn es jetzt nur provisorisch ist, wir müssen sehr viel farmen, wir müssen sehr viel schaffen, weil die Jungs sind mir so meilenweit voraus. Also ich meine, guckt euch das mal an. Ey, die haben so viel geschafft. Hä, was ist das denn? Ey, krass. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Was ist das denn, ey? Okay, ich würde einfach mal sagen, wir versuchen jetzt einfach mal, irgendwo hier eine Base aufzubauen und uns auch mal ein kleines Häuschen zu machen, sage ich mal so. So, wir hoppen auf unser Boot. Und ich würde sagen, Leute, wir können ja später auf jeden Fall, was ich überlegt habe, dass ich ein kleines Musiklabel aufmache. Und ja, weil ich ja auch sehr viel mit Musik zu tun habe. Ihr habt ja vorhin meinen Intro-Song gehört und ich bin sehr Musikfanatiker, sagen wir mal so. Und ich denke, das wird sehr, sehr cool sein, wenn wir so eine Anfrage stellen können, ob wir überhaupt auf der Insel so eine kleine Radiostation aufbauen. Und hier wurde auch schon sehr viel gemacht, ey. Und hier ist auch so eine kleine Höhle. Da ist wieder die ganze Straße. Ja, Leute, wir müssen sehr, sehr viel nachholen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal auf die Suche und suchen mal ein bisschen anderes Equipment. Vielleicht auch ein bisschen was zu essen und ganz, ganz viele andere Dinge. Aber erstmal suchen wir uns mal einen Spot, wo wir chillen können. Daraufhin habe ich mich auf den Weg gemacht und habe versucht, sehr viele Sachen zu farmen und leider bin ich dann auch direkt danach gestorben zum ersten Mal. Also die ersten 10 Minuten waren super, sage ich einfach mal so. Und danach habe ich eine gewisse Person getroffen. Leute, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir hier noch bauen sollten auf der Insel, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Natürlich könnt ihr mir auch gerne Tipps geben, wenn ich irgendwie irgendwas falsch mache oder so. Könnt ihr mir das immer sagen, weil ich bin jetzt nicht der größte Pro in Minecraft, würde ich mal behaupten so. Ich würde es nicht mal behaupten, sondern ich weiß es. Oh, ist das Eisen? Oh. Ah, wir haben hier noch was Kleines gefunden. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal eine Werkbank. Zack. Und jetzt upgraden wir mal unseren Kram hier. Das kann doch nicht sein. Wir haben hier nichts Ordentliches. Ich meine, guckt euch das mal an. Guck mal, das brauchen wir alles nicht. Upgraden wir mal zu einer Steinspitzhacke. Und dann upgraden wir auch nochmal eine Steinaxt. Die brauchen wir auch. Das legen wir uns hier einfach mal zur Seite, falls wir es mal brauchen. Ne, man weiß ja nie. Ah, wir können die auch nochmal klein machen. So.
Und dann würde ich sagen, wurde gerade reingeschrieben, bitte keine Bäume in der Stadt abbauen, hat Max gesagt. Aber wir haben keine Bäume abgebaut, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, wir meinen uns jetzt hier noch ein bisschen Iron. Komm, die Bäume nehmen wir noch mit. Also, das ist ja nicht in der Stadt, oder? Das ist ja ein bisschen weit entfernt. Hier können wir das ja machen. Okay, Leute, wir wagen den Sprung ins Wasser und versuchen jetzt mal ganz woanders hinzukommen. Wow. Oh mein Gott, nein, ich bin tot! Ist ziemlich ärgerlich, aber ist nicht schlimm, weil ich hatte sowieso keine Sachen. Und dann bin ich wieder zurück in die Stadt gekommen und dann habe ich dort Snoopy getroffen. Snoopy hat uns auch gerade eben geschrieben, wo ich bin. Und dann meinte ich zu ihm, dass ich jetzt zum Krankenhaus gehe. Und da gehen wir hin und dann treffen wir mal Snoopy und schauen mal, was bei ihm abgeht. So, jetzt sind wir beim Krankenhaus und ich würde einfach mal sagen, wir warten jetzt einfach mal ab, bis Snoopy da ist, oder? MBK, bester Laden in Lazytown. Okay, also sind wir hier, ne, in Lazytown. Was geht? Hi. Na, wie geht's dir? Gut, und selbst? Ja, auch. Was hast du gemacht alles hier gerade? Ich bin gerade erst eben angekommen. Ich bin gerade gestorben. Oh nein, warum? Also ich hatte Elytra. Oh nein. Und jetzt? Ja, jetzt ist es weg. Wollen wir das zurückholen? Weißt du, wo du gestorben bist? Nein. Du weißt nicht, wo du gestorben bist? Snoopy und ich haben dann ein bisschen geredet und es ist ziemlich ärgerlich, dass er gestorben ist, aber dann hat er mir gesagt, dass er sein Haus bei Paulberger Hills hat und dann sind wir dorthin gegangen. Okay, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zu Paulberger Hills. Und schauen mal, was es da alles gibt. Und gucken mal, ja, mit Snoopy zusammen. Warte, ich muss doch mal zurück. Okay. Geh du schon mal einfach den Weg entlang. Okay, ich fahre da lang. Dann bis gleich. Leute, ich habe hier gerade was entdeckt. Und zwar Amirs Haus. Das muss ich mir jetzt auf jeden Fall mal anschauen. Also, das interessiert mich auf jeden Fall. Amirs Haus. Der Leuchtturm. Crazy, ey. Guckt euch das mal an. Amirs Hund. Oder, nee, Katze. Ich sag Hund. Das sieht echt krass aus. Aber okay, gut. Ich will mich nicht hier zu lange aufhalten. Nicht, dass es dann später heißt, dass ich irgendwas geklaut habe oder irgendwie. Deswegen gehen wir direkt weiter zu Paulberger Hills. Leute, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich bei Paulberger Hills. Guckt euch das an. Ich denke mal, das ist der Ort. Was passiert da hinten? Da tötet jemand irgendwelche Pandas. Die armen Tiere, ne? Und tschüss. Ich weiß nicht, wer das war, aber es war irgendjemand, der... Warte mal kurz. Die Pandas gehören doch... Wem gehören die Pandas? Nee, warte mal. Die Pandas gehören... Ein Panda, ein Diamant. Also, irgendjemanden habe ich dort erwischt, der die Pandas getötet hat. Warte mal kurz. Ist das erlaubt? Wem gehören die Pandas? Amir, alle. Die gehören Amir. Das muss ich jetzt erstmal herausfinden. Hallo? Ey, Yami, was geht? Was geht? Hast du gerade die Pandas getötet? Nee, das war Stani. Stani war das? Ja, Stani hat gerade die Pandas gekillt. Okay, bist du dir sicher? Ich würde sowas nie tun. Okay, die Pandas gehören Army, oder? Nee, die waren von Lofty, aber der hat die freigelassen, hat die Stadt verlassen. Ah, okay. Und Stani hat einfach die Pandas getötet, einfach so? Ja, das war mit Absprache vom Staat. Ah, okay, also war das schon erlaubt. Das waren zu viele, das war eine Panda-Plage. Ah, okay, krass, okay. Crazy, ey. Ich dachte, irgendjemand hat einfach so die Pandas getötet ohne Grund. Nein, alles gut. Okay. Sag mal, wo kann ich irgendwie ein Haus bauen oder wo kann ich mich niederlassen? Ein Grundstück hier. Ja. Ah, das ist natürlich eine interessante Sache. Ist halt hier relativ voll schon alles. Sieht man. Willst du groß oder klein bauen? Ah, ich glaube, ich habe eigentlich überlegt, tatsächlich so ein Musiklabel aufzumachen. Ein Musiklabel? Ja, wo man so Songs machen kann, so vielleicht so eine Radiostation mit einem Moderator. Oha. Ne? Das ist echt eine coole Idee. Also ich würde sagen, guck mal, wenn du jetzt kein Privathaus baust, sondern sowas Gewerbliches, würde ich dir hier sogar noch so einen Platz in der Stadt anbieten. Boah, das wäre auf jeden Fall ehrenhaft. Also neben meinem Casino, hier sind halt wirklich nur so gewerbliche Dinge. Willst du ein eigenes Gebäude oder willst du in unsere Shopping Center, in die Mall rein? Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, ein eigenes Gebäude ist schon krass. Ab in den Sozialbau mit Gott. Dem! Alter, hab ich mich erschrocken. Stani, willst du eigentlich noch deine Polizei hier bauen? Ja, eigentlich schon, aber ich kann hier auch woanders bauen. Mir ist das egal. Ja, nee, warte, weil dann bin ich... Ich bin hier nämlich gerade ein bisschen am Plan mit dem Platz hier. Es wird Paulberger Hills, wird langsam eng. Weil wir brauchen den Platz dann hier noch vielleicht für die Polizei. Du bist ja neu, ne? Ja. Oh, Ehre. Ehre. Gönnt dir einfach okay. mal. Ich hab eine Idee. Ja. Yami, wenn du willst, kannst du hier dieses Musiklabel hinbauen. Boah, das wäre krass. Hier auf den Platz, weil es muss ja nicht super groß werden, das Ding, oder? Es wird jetzt kein Wolkenkratzer oder so. Also eigentlich hatte ich schon geplant, dass es ein richtiger Wolkenkratzer wird. Soll es ein richtiger Wolkenkratzer werden? Ja, so ein richtig dickes Ding. Es muss natürlich alles hier schön ins Stadtbild passen, weißt du? Ja, sonst mache ich das erstmal klein. Also vielleicht bringt er die Zukunft was anderes und man kann mal ein zweites aufmachen oder sowas. Also zum Beispiel, wenn du jetzt wie mein Casino von der Größe her machst, so. Keine Ahnung, ich glaube, das sind so 10 Blöcke hoch. Ja.
Das wird dir nicht reichen? Doch, das wird auch reichen. Dann würde ich das so machen. So ja, in der Art. Weil dann würde ich einfach sagen, dann reißen wir die eine Sozialbauwohnung hier weg. Mhm. Und dann machst du hier das Plattenlabel hin dafür. Ja, das wär krass, ja, auf jeden Fall. Ja, dann teile ich dir das mal zu. Aber muss halt wirklich dann gewerblich sein. Also nicht ein Privathaus, sondern so wirklich, wo Leute irgendwas machen können und so. Ja, genau. Also kann man, keine Ahnung, Songs aufnehmen, ne? Und dann kann man ja auch irgendwie Nachrichtensprecher machen später oder sowas. Das ist Nachrichtensprecher, auch eine coole Idee. Oder vielleicht kann man dir ja auch Diamanten dafür zahlen, dass du einen Song für einen machst und so. Oh, das ist auch eine geile Idee. Ja. Das ist geil. Pass auf, dann, warte mal, ich teile dir hier mal das Grundstück zu. Grundstück. So. Ey. Was soll das? Snoopy, beruhig dich. Das ist geil. Sehr dann nice. Darfst du. Warte mal, dann nehmen wir das Haus hier. Warte mal, gehört das jemandem? Ich glaube nicht, dass hier jemand. Das kannst du dann abreißen, das Haus. Wenn okay. Du willst. Ja, komplett. Ich werde das dann jetzt in Arbeit machen. Ja, Leute, also Musiklabel geht auf jeden Fall nach vorne. Wir haben schon mal Max getroffen, Snoopy getroffen, Stani war auch da, hat irgendwie die Panas getötet. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie böse gemeint, aber tatsächlich nicht. Und deswegen bauen wir jetzt erstmal hier unser kleines Musiklabel. Und jetzt haben wir unser eigenes Grundstück auf Paulberger Hills. Und dann habe ich einfach angefangen, das ganze Ding abzureißen. Das hat ewig gedauert, deswegen machen wir das hier ganz, ganz schnell. Und danach habe ich irgendwie jemand ganz komischen getroffen. So Leute, jetzt haben wir die harte Arbeit hier geschafft. Jetzt würde ich mal sagen, gucken wir uns mal an, wie wir das hier alles bauen. Also es wird schon, also wir haben ganz schön viel schwarzer Beton, viel weißer Beton. Also wir haben echt einen Haufen Sachen hier am Start. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir das? Erstmal machen wir unser Bett hier. Legen wir uns erstmal kurz hier hin. Legen wir uns kurz hier hin, damit wenn wir sterben oder falls irgendwas passieren sollte, man weiß ja nie, ne, dass wir wieder, ja, da aufwachen. So. Wir haben direkt hinter uns die Panda-Farm. Hier ist eine Straße. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie bauen wir am besten etwas Cooles hier? Was bauen wir? Was bauen wir? Wie bauen wir das? Wie bauen wir das? Wie bauen wir das? Ich frag mich. Ich glaube, wir nennen unser Gebäude Yummy Records. Yummy Records sind wir. Und hier haben wir die neuesten News, würde ich mal sagen, zu der Insel. Für die Zukunft. Mal schauen, wie ich das hinbekomme. Dass ich immer weiß, was gerade auf dieser Insel passiert. Max hat auch eine gute Idee gehabt. Ey, die finde ich auch geil. Dass man quasi Leute bezahlen mich dafür, dass ich Songs für die mache. Das ist echt geil. Also schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das auch nice findet. Und ich würde jetzt auch sagen, ich fange jetzt einfach gleich mal an zu bauen. Leider wurde meine Stimme bei dieser Aufnahme nicht aufgenommen. Aber Rainys Stimme. Und ich habe Rainy zufälligerweise auf diesem Baum getroffen. Der ist einfach runtergekommen. Da haben wir ein bisschen geredet. Und da hat er mir erzählt, dass er eine sehr krasse Stimme hat. Und ich dachte mir so, das ist doch die perfekte Moderatorenstimme. Habe ich da aufbauen gehört? Hey, was geht ab? Bist du nicht der Sänger? Hey, du bist auch neu, ne? Ich hab auch ein Talent. Ja? Davon wissen nicht viele. Aber ich kann auch so... Ich hab mehrere Stimmen. Ja? Sag mal irgendwas, was ich sagen soll. Irgendeine News. Was soll ich sagen? Sag sowas wie zum Beispiel, die Pandas wurden befreit oder so. Okay, das wird krass, okay? Die Pandas wurden befreit. Ich kann auch was anderes sagen. Und wie ihr wisst, Freunde, Paulberger Hills ist cool. Also, Nachrichtensprecher wäre ich dabei. Ja, Ryan und ich haben uns zusammengetan. Wir eröffnen jetzt das Musiklabel. Ich glaube, wir ändern den Namen doch. Deswegen schreibt mal bitte in die Kommentare Vorschläge für dieses Label. Irgendwelche Namen und wir picken einen raus. Ryan ist der Moderator und ich bin der die Leute signed und die ganzen Songs verkauft. Richtig, richtig cool. Daraufhin habe ich angefangen, das Haus zu bauen und dann kam mir jemand ganz Komisches in die Quere. Hey! Oh, sind sie runtergefallen, der Herr? Hupsi-dupsi, das ist natürlich jetzt aber richtig blöd. Haben sie denn keine Elytra? Haben sie denn keine Elytra und können fliegen, der Herr? Okay, du bist ja neu auf der Insel, ne? Okay, ich könnte dir ein kleines Angebot machen. Könntest du mir ein kleines Angebot machen? Ich kann dir ein Angebot machen. Du siehst ja das Ding auf meinem Rücken, ne? Du weißt ja, was man damit machen kann, hier. Bisschen rumfliegen. Oh, das sieht echt gut aus. Oh mein Gott. Könnt ihr anbieten, dir so eine zu geben? Ich bin nämlich Händler davon. Ja, oh krass. Ja. Oh, einfach so? Ich hab den anderen zwei auch. Nee, mein Lieber. Hier muss Para verdient werden, weißt du? Oh, okay. Ich würde so machen. Wenn ich mal irgendwas brauche und jemand muss für mich irgendwas farmen, brauche ich 2 Stunden deiner Zeit. 2 Stunden? Nee, Lytra. Digga, die bekommst du nur am End. Also, wenn du die selber dir holen willst, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Das dauert locker 2 Wochen. Oh. Die anderen zwei, René hat für 2 Stunden eine bekommen. Oder ich gebe eine verzauberte mit Reparatur und Haltbarkeit für 3 Stunden. Snoopy hat die für 3 Stunden geholt. Du kannst selber entscheiden, was du haben willst. Boah.
Boah, das ist ein gutes Angebot. Also jeden Tag 2 Stunden? Nee, ne? Oder allgemein? Einmal 2 Stunden generell. Digga, dann bin ich. Nur wenn ich in 3 Tagen sage, boah, ich brauche jetzt weißen Beton, fahr mir das mal bitte 2 Stunden. Dann musst du 2 Stunden fahren. Ich habe echt lange nachgedacht, ob ich mir wirklich meine Seele verkaufen sollte an Awife. Aber Leute, er hat schon recht, es dauert übelst lange, bis man das bekommt. Deswegen bin ich auf den Deal eingegangen. Ja gut, dann machen wir das. Okay, dann gehe ich dir mal eine holen. Einfach Lukas kommt und hat mir gerade für 2 Stunden Arbeit, ich habe meinen Arsch verkauft. Okay, was geht auf? Hallo? Ja? Yummy, yummy. Okay, guck sie dir an. Oh, let's go! Oh, das sieht sehr gut aus. Aber ja, das sieht krass aus. Aber wie kann ich das auch so farblich machen? Das sieht, also ich brauche auch Farben. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich meins bekommen habe. Aber guck mal, ich schenke dir noch. Die kosten eigentlich 3 Diamanten, 1 Stack bei mir. Oh mein Gott, Bro. Bro, weißt du, wie man mit den Dingern fliegt? Nein. Okay, ich erklär's dir jetzt. Du musst richtig aufpassen, okay? Okay. Wenn du jetzt losfliegst und gegen den Baum die Rakete machst, bist du tot. Okay. Und denk dran, wir haben keine Death Chest mehr. Wenn du stirbst, das Ding ist weg. Außer du bist direkt wieder da. Also, guck mal. Doppeljump. Mach mal Doppeljump. Und dann fliegst du so leicht. Das merkst du schon, ne? Ja. Und jetzt guck mal zum Beispiel da oben in die Luft. Und ja. Mach Doppeljump. Und dann zünde. Wie zünde ich? Einfach mit Rechtsklick. Aber wichtig, du kannst auch, wenn du in der Luft bist, nicht straight auf den Boden gucken und runter, weil du bekommst Fallschaden. Du musst immer gleiten. Wenn du fliegst, dann dreh vorher so weg und so, weißt du? Okay, warte. Okay, ich bin bereit. Warte. Let's 3, go! 2, 1. Oh mein Gott! Krass, oder? Boah, das ist unfassbar krass. Ey, so ist man 10-mal schneller, ne? Ja, ach was. Und so kannst du halt überall hin zu jedem Haus und alles machen. Oh shit. Das ist insane, ey. Das ist mal einfach so. Aber wenn ich jetzt immer Rechtsklick mache, fliege ich, ne? Ja. Yep. Und machst, ohne dass du fliegst, dann geht die einfach nur hoch. Feuerwerk. Aber sobald du Doppelsprung machst, dann kannst du zünden. Boah, krass, ey. Ey, danke dir. Unfassbar geil. Ja, bitte. Glaub mir, die ist eigentlich, ich verkaufe die so für 100 Dias normalerweise, aber weil ihr so neu seid, einfach auf Ehre. Also ich mach grad hier so ein Musiklabel hier vorne. Aha. Mit dem lieben Ryan. Kannst du runterfliegen, ne? Auf easy. Du musst nicht immer gehen. Ah, okay, überall, wo es runtergeht, kannst du auch einfach ohne Rakete einfach sliden. Ja, da muss ich noch ein bisschen üben, weißt du es ja. Ich hab's jetzt gerade erst bekommen. Ja, okay. Wir machen hier auf jeden Fall ein Musiklabel. Geil. Das mit Ryan zusammen machen wir das ist cool. Was ganz Cooles. Ja, ne? Nice, Bro. Ich geh mal weiter hoch. Ja, dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Bauen. Danke. Und flieg nicht zu schnell, mein Lieber. Nein, ich pass ruhig auf. Perfekt. Danke dir. Das heißt. Hau rein, ja? Hau rein, Mann. Viel Spaß noch. Ciao. Leute, wir haben einfach eine Elytra bekommen. Holy shit, guckt euch das an. Das sieht krass aus. Okay, zwar haben wir ein bisschen, unsere Seele verkauft, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, es ist ein guter Deal. 2 Stunden Arbeit? Wer weiß, vielleicht fragt er uns auch gar nicht. Richtig korrekt von Awife, dass er uns einfach eine Elytra geschenkt hat. Und daraufhin habe ich auch das Haus weitergebaut und ich bin eigentlich ziemlich weit gekommen. Ich habe jetzt das Innendesign nicht fertig bekommen, aber das Haus äußerlich schon gut weit fertig. So Leute, wir sind mit dem Haus fertig und ich bin mir sicher, ihr wollt sehen, wie das komplett aussieht. Also ihr seht hier nur die Vorderseite und ich sage euch ganz ehrlich, in der nächsten Folge zeige ich euch das komplette Haus, komplette Haus und dann checken wir das komplett ab, alles zusammen. Schreibt nochmal den Namen für das Musiklabel rein und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, peace out.